Aber der hat wir führen Ihnen heute mal verschiedene Arten von den ersten Feuerwaffen vor aus dem frühen 15. Jahrhundert. Wir fangen an mit der harten Büchse, das ist eine sehr kurze. Die wurde in erster Linie zur Verteidigung von Befestigungen oder Städten eingesetzt. Ein Haken unten drunter, daher kommt noch der Name Hakenbüchse, der hat mal zur Sicherheit zwischen den Steinen eingehakt beim Zünden, damit sie nicht gerade in die Ohren geflogen sind. Als zweites werden wir mit der Waldbüchse schießen. Die wurde anfangs auch mehr eingesetzt von, der Name sagt schon, Waldbüchse, von den Befestigungsanlagen für die heranstürmenden Gegner zu bremsen oder zu bändigen. Achtung! Das ist so der meiste. Als zweites führen wir Ihnen burgundisches Kammergeschütz vor. Es war ein von den ersten Hinterladern. Der Vorteil dabei war, ich fange erst mit dem Nachteil an, erst mit dem Schlechten. Durch die Schmiedearbeiten früher wurden mehrere Lagen Flacheisen mit glühenden Eisenringen zusammengebunden. Und die Kammer wurde hinten eingesetzt und also sie wurde erst geladen mit Pulver, dann mit der Kugel oder mit Steinen oder mit Kettenglieder, was halt die große Effizienz brachte an dem Tag. Da wurde die Kammer hinten eingesetzt und gezündet. Achtung, Feuer frei! Arbeitstoleranzen früher bei den Schmieden noch nicht so ausgereift waren wie heute die CNC-Technik, kam schon mal vor, dass durch den Gasdruck, der hinten rauskam, in den Eichenreihen auch Verluste zu verzeichnen waren. Der Vorteil bei den Kammergeschützen ist halt den, wenn man hat eine höhere Schusskadenz, man kann in einer kürzeren Zeit schneller schießen und man sieht in die Kammer rein, dass kein Pulver mehr am Klusen ist. Ist sehr wichtig daher bei den normalen Vorderladerkanonen, wie man es halt so kennt. Wenn oft geschossen wurde, kam schon mal vor, dass Pulverrückstände noch am Klusen waren. Wenn die nächste Ladung Pulver drauf gingen, beim Ladestock war Stock manchmal auch eine Hand weg. Deswegen haben die meisten Kanoniere nur zwei Chancen gehabt, weil sie nur zwei Hände hatten. Wir schießen heute nicht mit Kugeln, weil es so mühselig ist, die Nummer einzusammeln. Wir schießen mit Brot. Beim Böllern nimmt man entweder Grieß, Stoff, Papier, Filz oder Brot. Wir verwenden Brot deswegen, weil wenn es mal einen Zündversager geben sollte, schüttet man einfach Wasser in die Kammer rein, das Brot saugt sich voll und das Brot vermischt sich mit dem Pulver und kann dann gefahrlos entsorgt oder delaboriert werden. Bei einer bestauchten Ladung jetzt mit Papier, Stoff oder Filz ist es dann schon etwas mühseliger, die Ladung wieder zu delaborieren. Und bei so einem Wetter wie heute können irgendwo auch noch Teile, die am Klusen sind, vielleicht noch ein Schwelbrand oder sonst was hervorrufen. Hingegen beim Brot ist nach 10 Metern nichts mehr zu sehen. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Jetzt knallt. Achtung! Die lauteste von allen. Geh schon weg. Achtung! Achtung, Vorsicht! Gut, jetzt haben sie es, ist alles echt harmlos. So. So.